So, willkommen zu meinem kleinen Beitrag zu Der will auch nur spielen. Kurz zu mir, ich heiße Gambling Otaku, bin 21 Jahre alt, somit auch einer der älteren Bewerber, glaube ich mal. Und ja, bin seit einem guten Monat in der Let's Player Szene, beziehungsweise da seit einem guten Monat meine Machwerke hier hoch. Habe auch schon eine hochgeladene Videoanzahl von 34, womit ich ungefähr 1 pro Tag schaffe, zumindest prozentual, also prozentual heißt. Ja, hier sieht man schon meine kleinen 3 Projekte, nämlich Fairy Tail, Gektots, Cardia, Del Cedo, Hamtaro, die Rettung des Regenbogens und mein Hauptprojekt Terranigma oder Terranigma. So, bevor ich dann weiter hier auf das ganze Kanalzeugs und alles eingehe, will ich euch mal kurz meine 3 Videos zeigen, die ich vorbereitet habe. Jeweils 1 pro Projekt, so quasi als kleiner Trailer zum Reinschnuppern. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß! Das ist doch kein 5 Meter breiter Hamster. Ja, jetzt können wir ein Rohr verlegen. Oha! So, das war schon der erste Mod in diesem Spiel. Links, rechts, nicht niesen. Mal gucken. Du Scheiße. Ja! Ich hab Angst. Es ist so rund, so rosa, so knuffig. So was Süßes muss böse sein. Völlig unbegreiflich. Verdammt. Oh. What the fuck? So viele. Schattenmagie waren tödlich. Und diese coole Musik. Bevor wir in den nächsten Turm gehen. Ich weiß gar nicht, ob der so irgendwie storyrelevant ist. Da ist mir sofort nach. Jetzt haben wir schon 4 Kontinente von 5. Im 5. Turm befreien wir dann
soweit ich noch weiß, Australien. Und da kommt raus noch, hier sind die Hühner. Wartet auf mich. Ich werde dich von diesem Eis befreien. Dann gibt's Chicken Wings. Das hat der Alte also gemeint. Ich kann das Dorf verlassen. Nach so vielen Jahren. Endlich. Klingt aufregend. Ich werde überall nachschauen. Und ich werde alle 150 Pokémon fangen. Aber das ist eine andere Geschichte. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat die kleine Trailer schon gefallen. Und ja, wie gesagt, das sind jetzt meine ersten drei Let's Plays. Ich habe noch einige mehr vor. Ich werde allerdings noch nicht sagen, welche ich noch vorhabe, weil ich auch noch nicht weiß, ob ich sie auch durchziehen werde, ob das alles mit der Technik funktioniert, da ich noch, wie gesagt, Anfänger bin und auch schon bei Bildbearbeitung Probleme habe und wie man schon an meinem recht gestochen scharfen Hintergrund sieht. Was gibt's noch zu sagen zu meinem Channel? Genau, da ich nicht nur ein schlechter Let's Player, sondern auch ein, ja, sagen wir mal, mittelmäßiger Cosplayer bin und im Jahr auf 2 bis 3 Conventions bin, würde ich auch gerne hier Videos machen vor Ort und sie auch auf meinem Channel präsentieren. So wie ähnliche Sachen wie Oso-Videos oder was mir so mal in den Kram passt, was irgendwie auch nicht mehr entferntesten damit zu tun hat. Daher wird dieser Channel nicht nur für Let's Player und Let's Play Fans interessant sein, sondern auch für, ja, Manga und Anime Fans allgemein, da ich vielleicht auch ein paar meine Anime Musikvideos hier hochlade und ja, das alles so ein schönes Gesamtpaket ist. Spätestens jetzt wäre ich schon alle Fans, die sich gefreut hätten auf Call of Duty oder Minecraft, endgültig abgeschreckt haben. Sowas gibt es bei meinem Channel wirklich nicht. Liegt teilweise daran, dass ich ein Pazifist bin und nicht gerade so der Fan von Gewalt bin. Und andererseits, ja, RPGs machen auch Spaß. Und ich spiele auch gern Spiele, die mir Spaß machen, da werde ich mich auch nicht zwingen, irgendwelche Sachen zu Let's Playen, die mir nicht ganz so gefallen, aus verschiedensten Gründen. Ja, dann bin ich noch plattformunabhängig. Das heißt, ich werde nicht nur Gameboy-Spiele machen, sondern vielleicht auch mal ein PC-Spiel. Oder wenn ich mir mal einen Grabber hole demnächst von meiner GameCube oder meiner PS2, mal Aufnahmeproben mache, gucken, wie das ist. Dann werde ich vielleicht auch in naher oder ferner Zukunft sowas auch mal machen. Muss erstmal gucken, wie das Ganze mit der Technik so funktioniert. So, gibt's noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Ich hab alles gesagt. Genau, sonstiges und allerlei. Hier werde ich mein ganzes anderes Krimskrams, das nichts mit Let's Plays zu tun hat, hier reinhauen, damit das alles ein bisschen geordneter ist. Hier ist auch schon das erste Video drin. Nämlich ein kleines Let's Play von der Demo Risen Thief und der Schatz des Kaisers für den 3DS, der vor 3-4 Tagen rauskam. Habe ich mal angespielt, auch ein bisschen dazu kommentiert. Und ja, gibt's auch auf meinem Channel zu gucken. Ähnliche Demos für den 3DS, die mir gefallen würden, werde ich auch hier hochladen. Das heißt, hier wird ein ziemliches, ja, ganz schön viel los sein, glaube ich mal. Und zurück zum Thema, warum du mich jetzt supporten solltest, wird schon auf der Hand liegen. Unter der breiten Masse der Minecraft-Let's Player und, ja, die angesagte Spiele spielen, werde ich extrem untergehen. Wie man auch an meiner kleinen Abonnentenzahl sieht. Ich bin sehr froh, dass ich schon 6 Abonnenten habe. Ich bin wirklich froh drüber. Aber etwas mehr werden auch nicht schlecht, da ich auch gerne mal in den zweistelligen Bereich kommen würde. Und es gibt bestimmt noch einige, die meine Videos gern sehen würden, die einfach abonnieren, kommentieren
bin ich mir ziemlich sicher. Bloß wird mein Channel noch zu unbekannt sein. Und wenn du mich supporten würdest, wäre das bestimmt etwas hilfreich. Dann, falls du mich nehmen solltest, würde ich extrem gern mit dir Reach of Legend Let's Play. Ich hab das zwar noch nicht, da es allerdings free to play ist, werde ich es mir mal holen, ein bisschen rumspielen und dann machen wir das. Falls ich wirklich in die engere Auswahl komme. Das ist wirklich super, ja. Ja, ich glaube, das war's schon so im Großen und Ganzen. Ja. Mir fällt jetzt auch nicht ein. Ja, ich glaube, alles gesagt, soweit ich weiß. Ja. Also, ich sage einfach mal, danke fürs Zugucken und tschüss.